Let's Play for Free World 4 Plane. Folge 15. Bei Sofa Gaming mit dem Kunran und mir, dem Sekka. Guten Tag zusammen. Ich war noch etwas irritiert von der Folgennummer, aber sollte alles passen jetzt. Ja, nachdem die nächste Folge so ein bisschen der Reinfall war, was unsere Erfolgsquote angeht. Reinfall ist noch nicht ausgedrückt. Einfach mal, ob das irgendwie auch besser geht. Das absolute Desaster, würde ich sagen, war das. Ja, ich muss immer noch sagen, ich bin mit meiner Waffenkonfiguration noch nicht so hundertprozentig zufrieden, weil meine Waffen doch mega schnell überhitzen. Okay. Weiß nicht, ob das irgendwie so ein Markenzeichen der amerikanischen Waffen ist, aber... Da bist du der Experte für, im Normalfall. Ja, wenn das deutsche Jäger wären, ja. Ja, da weiß ich, dass das Problem nicht bestand. Ja, ich habe auch, also ich habe hier keine Probleme, muss ich sagen. Amerikanische Waffen angeht, ist das echt teilweise bitter. Also insbesondere die Maschinenkanonen, das sind keine MGs mehr, sondern halt etwas größeres Kaliber. Okay. Da kann ich halt 3 Feuerstöße mitschießen, dann ist halt Ende. Das heißt, ich müsste irgendwie auf 200 Meter ran oder so an den Gegner. Der das auch spürt und ich treffe. Gut. Ja, schau einfach mal. Ja. Oh. Ja, das wird schon. Teammäßig sieht das eigentlich ganz okay aus, was wir jetzt hier so am Start haben. Es ist wenigstens ein fast reines, ja, nicht ein reines Tier 4, aber jeweils nur 3 Tier 3, beziehungsweise im Gegner einer mehr. Ist doch ganz okay. Besser als wieder mit Tier 6 unterwegs zu sein. Auf jeden Fall. Vor allem, da ist es dann nicht mehr weit, bis die ersten Jets aufkreuzen. Oh ja. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Dann ist, ja, ich habe es ja schon gespielt zum Teil. Da ist dann Zoom und Boom einfach nur gefragt. Okay. Gucken, ob ich mich hier auf die BF 110B stürze. Nee, nee, werde ich nicht tun. Ja, ich gucke auch gerade mal eigentlich, was hier so ganz nett wäre. Die Fokke-Wulf, glaube ich, ist mein Target. Ja, ich mache den daneben. Die A6M? Mhm. Okay. Wenn ich schaffe, vernünftig anzufliegen. Oh, irgendwas ist aber über mir. Wir haben mal wieder ein bisschen Schub raus. Oh Gott, ja. Hammer geil, dass der Typ hier einfach mal am Start ist neben mir. Aber ich habe immer den Assist bekommen. Ja, manche Leute haben es echt noch nicht verstanden, mit dem, wie Target-Verteilung funktioniert in dem Spiel. Ist irgendwie schlecht, wie wir hier gerade anfliegen. Wenn er nicht einfach stumpf an mir vorbeigezogen hätte. Das war jetzt dämlich von meinem Gegner. Ja, wir haben die Flanke hier komplett unter Kontrolle. Dann lassen wir in die Mitte ziehen. Alles klar. So, Japaner bombardieren das hier schon und die Russen. Was hast du für einen Abschuss gemacht? Ich hab den einen Japaner runtergeholt, nachdem ich die Fokke-Wulf vorbereitet habe, die mir dann weggenommen wurde. Einfach bist, ne? Ja, bei mir meinte einer einfach, ja, sich gerade vor mich zu stellen. Das ist gegen den Destroyer meist nicht so gesund. Nein, es hat B8 oder C8 ist noch ein Gegner am Ende, also wenn wir in der Mitte hier durchkommen, dann sollten wir auf jeden Fall schnell hin wegen Ground Target Destroy Krempel. Natürlich erst die hier fertig machen. Ja. Du bist mit einem verbündeten Flugzeug zusammengeschossen. Du bist getroffen mit irgendwem? Ja, ich ziehe, weil ich weiter unten bin, nach unten und er zieht auch nach unten, obwohl er über mir ist. Natürlich nicht so schlau. Unglaublich. Sowas ist echt scheiße. Richtig.
Hier müsste er doch gleich kommen, ja, da ist er auch schon. Na, na, machst du einen Abschuss? Ja, mach ich. Sehr schön. Ja, so ziemlich easy sieht, du musst hier nur predicten eigentlich, wo er hinfliegen möchte. Ja, ja. Das war Credits-mäßig absolut beschissen. Aber dafür EP-technisch, okay. Nicht gut, aber okay. Immerhin, wie viel fehlt mir jetzt noch? Ja, immer noch 10.000. Also das wird noch ein wenig dauern. Also wenn du schlau machst, dann organisierst du dir wahrscheinlich auch erst die Bomben, um das in Elite-Status zu bringen. Ich weiß ja nicht, wie teuer deins ist dann. Ich glaube, preislich ist es gar kein Problem. Okay. Na gut, dann kannst du auf Elite-Status scheißen und kannst die Bombe ignorieren. Meine ich zumindest. Das war preislich ganz okay aus. Also für die 10.000 Erfahrungen werden hier ja noch einige Runden dran glauben müssen. Bis das erledigt ist, bin ich wahrscheinlich Millionär. Gut, Millionär wahrscheinlich sowieso. Das geht, dauert nicht so lang. Aber... Wir schon wieder diese Map, ja. Bin ich immer noch kein Fan von. Hol sie dir. Selka hilft hier den Fragenden weiter. Im Chat. Ja. Genau, es ging darum, dass halt derjenige sich gewundert hat, wo der eine Gegner die Me 210 hat. Und die ist halt nicht zu kaufen, sondern haben halt nur Alpha-Tester. Das heißt, du müsstest die auch besitzen, richtig? Ich hab die, genau. Wir haben ja drei bekommen, wovon ich zwei ziemlich cool finde. Wenn wir irgendwann mal Tier 5 können, dann kann ich die auch da mitverwenden. Ja, ja. Das da unten geht schnell. Ja, die ist mit Feuer. Da werde ich mich auf jeden Fall nicht mehr drauf stürzen. Ja, ich halte mich auch schon zurück, also werde ich auf jeden Fall auch nicht hinterher diven. 32 HP. Ich suche schon irgendein neues Target, aber... Ja, ich drehe meine Mitte ab. Weil hier ist eine BF-110E. Dein Nachfolgemodell. Oh Gott, ich bin auch schon viel zu hoch. Relativ weit oben. Bin mittlerweile auf 2700 Metern. Das ist nicht gut für mich. Und ich hatte Bomben geladen. Das wird langsam und unbeweglich sein. Aber ich komme nicht so hoch wie der. Das ist echt bitter. Wo ist er denn? Über mir. Weit über mir. Weit über dir, das ist schlecht, da komme ich nämlich auch nicht mehr hin. Also ich bin irgendwie bei 2,5 gleich und da geht gerade gar nichts. Bin bei 2,3 und das ist bei mir schon im gelben Bereich. Ja, ich lasse auch den mal, glaube ich, in Ruhe aus, der möchte so runterkommen. Ist einfach mal kurz und... Was macht denn der hinter ihm? Ja, die versuchen alle da hochzukommen. Aber das kann man halt hart knicken. Ja, komm. Ich verfolge den jetzt auch nicht mehr weiter. Aber da hinten werden auf jeden Fall Ziele. Ground Targets destroyed, ja. Wir sollten mal nach rechts abdrehen. Da unter uns ist was. Das ist die Me 210, die würde ich mir jetzt mal schnappen. Ja, ich fliege schon extrem beschissen an, wobei... Dadurch, dass sie so schön abgedreht hat... Du bist schon drauf. Ja, aber... Du schießt auf jeden Fall auf dich. Oder auf mich, man weiß es nicht so genau. Was, haben wir denn hier noch was? Hinter uns, über dir. BF-110 ist das wieder, die wir eben verfolgt haben. Aber die hätte jetzt von dir zumindest abgelassen. Ne, das hier ist, glaube ich, die BF-110. Ich hab sie gerade assisted. Zweiter Gegner
Oh, ich muss irgendeinen kritischen Treffer gemacht haben. Einer auf jeden Fall. Weil der Gegner ist irgendwie von 200 HP auf nichts gefallen. Ja, Motor wahrscheinlich. Was haben wir denn noch? Wir haben was über unserer Base. Da gehe ich mal wieder hin. Weil das noch ein Victor. Down. Er ist down. Ja gut, du hast wesentlich mehr dazu beigetragen als ich diese Runde. In der Mitte sind noch muss zwei. Muss ja auch mal sein. Letztes gegnerisches Flugzeug. Einer noch. Der wird auch nicht mehr lange leben. Ich booste mal so lange ich kann. Ja. Okay. Ja, easy. Glücklicherweise sogar mal überlebt. Ungefähr fast gar keine Erfahrung gemacht. Ja, 618. Auf jeden Fall ohne Verdoppelung vom ersten Gefecht. Ja, mehr. Dann gucke ich mal ganz kurz, wie teuer denn das nächste Flugzeug war. Ja, 380.000. Das habe ich bis dahin locker zusammen. Momentan bei 147? 212. Okay. Ja, du könntest ja dann Upgrades kaufen. Ja, ja. Mal schauen. Prinzipiell bin ich ja so schon ganz zufrieden. Passiert ja nicht so häufig, dass mir irgendwelche Crewmitglieder verletzt werden. Das Bessere, die Genauigkeit habe ich ja schon eingebaut. Ja. Und wenn bei mir irgendwas kaputt geht, dann Tragfläche oder so, bin ich meistens danach sowieso hin. Aber so extrem kann die, ja, können die Flugeigenschaften gar nicht drunter leiden. Ja, deswegen sollte man da vielleicht dann die Resistenz auch skillen. Oder kaufen, wenn man es so macht. T5, T4 sieht eigentlich okay aus. Huch, da kommt schon einer. T40. Ich weiß, wie ich mich jetzt einfach so hier reinstürzen möchte. Ja, ich habe halt eigentlich gar keine Chance gegen die Spitfire irgendwas zu machen. Oh mein Gott, da ist ein Berg. Sturzwinkel zu groß. Ja, die Aktion von mir war ziemlich bescheiden. Allerdings ist hier auch keiner anderer mehr. Die kommen jetzt irgendwo von hinten mal angeflogen, so langsam. Und auch wenn mein Flugzeug natürlich extrem schnell ist, so weit weg war ich dann doch nicht. Ja, man unterschätzt es leicht, also. Du bist auch alleine, ich sehe schon. Ja, weil alle von uns auf der anderen Seite sind. Letzter HP. Ja, ich sehe es. So nach dem Motto, ja, ich tu mal so, als würde ich schon abstürzen, als wäre ich schon kaputt. Der Plan hat doch funktioniert bei einem. Ja. Schade. Blenheim habe ich irgendwie in den Berg bekommen, also von daher nicht. Ach, Tatsache. So, schlecht. Für ein HP am Ende war das echt erfolgreich. Ja, einer von denen gewinnen wir die Runde auch. Ja, das stimmt. Ja, stimmt. Da können wir auch drin bleiben jetzt. Bei der armen BF 110 hier. Also die Bündelung der Kräfte hat da funktioniert auf jeden Fall. Ich bauen wir gleich mal andere Waffen ein. Den Maschinenkanonen gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Echt irgendwie unglücklich mit. Ich glaube, ich baue mir einen langsamen Motor ein, dass ich nicht immer so weit wegfliege. Reicht ja, wenn du dir das Boosten ersparst oder Schlangenlinie fliegst. Ja. Sehr nett von dem anderen, dass er hier dazukommt.
beziehungsweise dazu kam, er ist schon weg. Na? Und da treffen sich noch zwei. Ja, die Runde war nicht so schön. Direkt mal nur die Hälfte der Erfahrung von der davor. Für mich war die besser als die davor. Ja, da sieht man, wie extrem sich das auswirkt, wie viel man in einer Runde wirklich macht. Der davor 3 zerstört. Ich glaube noch an ein paar mitgewirkt. Ja, in der Runde gerade nichts getan und dementsprechend sieht es dann auch aus. So, du baust jetzt neue Waffen ein? Ja, habe ich gerade schon gemacht. Ich habe meine Maschinenkanonen mal durch normale MGs ersetzt. Okay. Ach, dann gucken, wie sich das in der letzten Runde jetzt hier auswirkt, ob das einigermaßen Sinn macht. Darfst du gleich berichten, ob es sich gelohnt hat. Ja, wie bitter ist das für die beiden Tier-3-Flugzeuge? Beim Gegner. Kann man nur sagen, ich hätte sie auch noch härter treffen können. Ja, ja, das kennen wir ja auch. Aber ich meine, ich melde mit einem anderen Tier 3 an und wir kommen dann in einem Gefecht, wo nur Tier 4 drin sind. Aber es stimmt natürlich, dass der Unterschied da noch nicht so extrem ist, von daher. Ja. Halten wir uns wie immer rechts, oder? Ja, würde ich schon sagen. Ja, ich spare mir dann tatsächlich jetzt mal das Boosten. Wie es sich wirklich direkt merklich langsamer anfühlt. Ja, ich sehe dich vor allen Dingen auch nochmal. Ja. Also Boosten würde ich halt echt fast nur in Kampfsituationen benutzen. Das Problem ist, ich komme gleich so langsam in den kritischen Bereich der Geschwindigkeit. So, irgendwas haben wir da schon aufgeklärt. Wenn ich sehen würde. Ah, da ja, eine P36, also mein Äquivalent. Ja. Da hat doch. Ja, nee, da stürzt sich jetzt erstmal noch nicht runter. Die anderen beiden hier schon. Ich guck mal, ob ich hier die A6M1, oder? Hier ja, gibt's andere P36. Jo, also mit den MGs gefällt mir wesentlich besser. Das ist doch schon mal gut. Kann ich einfach wirklich viel, viel mehr Schaden an den Gegner bringen. Schießen die scheiß Schiffe hier auf mich. Du hast da was hinter dir? Ja. Nur einen leider. Zwei. Oh Gott. Haben wir uns tatsächlich getroffen? Ja, ich war gerade sehr froh, dass ich dich nicht zerstört habe, weil ich war auch da beteiligt. So ein Scheiß. Das könnte gut sein, dass du Schaden von mir bekommen hast. Ja, da wir uns sowieso gerammt haben. Ich hab seinen Wendekreis unterschätzt, muss ich gestehen. Hätte nicht gedacht, dass er so extrem schnell wenden kann. Oder so eng wenden kann, nicht schnell. Ja, also mit bei mir ganz klares Ergebnis, mit den MGs fliegt sich das Ganze doch eher so ein deutscher Jagdflieger. Okay. Dann hättest du auch einen deutschen fliegen können. Ja, ich meine jetzt nur rein von der Schussfrequenz und so her. Okay. Weil das einfach nicht so schnell überhitzt jetzt. Die Maschinenkanonen. Ja, letzte Gegner ist über unserer Basis, der gerade unseren Flugzeugträger versenkt.
Das ist der letzte, der überlebt, ist ein Tier 3 von ihnen. Ja, gucken wir mal, wo wir den irgendwo kriegen. Da ist er. Okay, falsch spekuliert, das ist auf der anderen Seite. Er hat, glaube ich, fast den gesamten Schaden von der Flotte da hinten bekommen. Ja, das dürfte die Bug sein. Den nächsten Schaden bekommt er von dir. Du hast noch einen Schuss vom unseren mitbekommen. Ja, aber 4 HP, aber ich. Ja. Genau, 6 Credits kriege ich noch dafür. Der 4 Damage 1 zerstört, läuft. Ja, es war nicht wieder die beste Runde für mich. Aber wesentlich erfolgreiche Folge als letzte. Oh ja. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns dann am morgigen Tag wieder mit der Folge Nummer 16 wahrscheinlich. So sieht's aus. Bis dann. Und tschüss.